Neben mir steht Stefan Sander. Eine große Freude, dass du da bist. Herzlich gern. Es ist mir ein Vergnügen. Wir kennen uns ja, wenn man so möchte, aus Dänemark. Scaleback Fan Weekend, da bist du einer der Organisatoren. Und ich habe gesagt, komm gerne vorbei zu unserer Ausstellung unter einer Bedingung. Und die lautete? Ich habe die Enterprise mitgenommen. Sie ist zwar schon alt, aber ich bin immer noch auch einigermaßen zufrieden, sodass sie noch nach meinem Empfinden vorzeigbar ist. Und deshalb habe ich das gute Stück jetzt auch hier einmal mitgebracht. Genau, das war die Grundbedingung und ich freue mich, dass du da meinen Wunsch erhört hast. Das ist ein großartiger Nachbau. Sag mal, wie alt ist das Mock hier und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Also ich vermute mal, eine gewisse Star Trek-Affinität ist dann gegeben. Naja, ich bin halt Nerd, was soll ich tun? Also ja, Star Trek, Star Wars, irgendwie Star Wars gibt es ja nun von Lego mehr als ausreichend. Für Star Trek haben sie halt bisher leider noch keine Lizenz. Das hat mich halt vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, vor einigen, also wirklich einigen Jahren dazu verleitet, mal meine zweite Enterprise zu bauen. Die erste, das war eine 1701E. Die sieht so furchtbar und hässlich aus, die gibt es inzwischen nicht mehr. Die ist bei irgendeinem ganz schlimmen Unglück leider umgekommen. Die D ist danach entstanden und ja, auch in einer etwas anderen Bautechnik das Ganze halt aufgebaut. Meine Vermutung ist ja, zwei Torpedos eines Bird of Prey würden nicht reichen, um dieses Schiff zu zerstören. Ist ja Lego. Naja, wie soll ich sagen, also beim Bau merkt man schon irgendwie, dass der Schiffsdesigner keine Probleme mit Schwerkraft hatte, weil es ja nur mal für die Schwerelosigkeit gemacht ist irgendwie. Ja, also deshalb muss man hier auf dem Planeten halt doch leider mit irgendwelchen Stützen arbeiten, weil die Konstruktion alles andere halt schlichtweg nicht zulässt. Also da kommt man nicht umhin. Sie sind nicht schön, aber es führt halt keinen Weg dran vorbei. Ohnehin sind ja Rundungen nicht einfach, wenn man mit Bricks hantiert, aber gerade wenn man so einen Schritt weggeht, ist es halt wirklich genau die Form, die wir kennen. Und ich finde es großartig, aber du hast ja noch eine weitere kleine Raffinesse hier eingebaut, denn du hast ja nicht nur das Äußere des Schiffes, sondern wir können auch einen Blick hineinwerfen. Ja, also ich sag mal, von der Bautechnik wollte ich es ja, nicht mit irgendwelchen komplizierten Snot-Sachen, sondern bei der Größe kann man halt auch, ich sag mal, einfach Platte auf Platte bauen. Ja, und trotzdem kriegt man die auch eine runde Form damit ja problemlos nachgebildet. Ich sehe nicht unbedingt Grund da drin, die Noppen zu verstecken. Also man kann, ne, da auch ganz klassisch bauen und hat am Ende ein Modell, was halt trotzdem auch irgendwie so aussieht, wie das Vorbild ungefähr vorgibt. Und hier im Inneren haben wir tatsächlich noch eine schlecht zu öffnende Brücke, die dann den Blick auf die Brücke freigibt. Das sind großartige Details. Also ich kann mir gerade sinnbildlich vorstellen, wie Worf da hinten steht. Aber du hast schon erzählt, du bist da so ein bisschen fremdgegangen. Du hast ein paar Figuren, denn es gibt ja Star Trek bei anderen, ich sag mal so, Steineherstellern, aber leider halt nicht bei Lego direkt. Ja, wie gesagt, Lego selber hat bisher noch keine Star Trek-Lizenz. Ich versuche hin und wieder halt doch auch mal über den Tellerrand zu schauen und als die kanadische Firma, deren Name jetzt nicht unbedingt genannt werden muss, mal mit einem Modell raus, kam ich da gut. Ich will mir einfach mal anschauen, was die so machen und war dann doch auch einigermaßen enttäuscht, weil die Figuren sehen, naja, mindestens mal befremdlich aus. Und auch dieses Set hat halt einige Teile, die so extrem speziell sind, dass man halt nur eine Enterprise draus bauen kann und definitiv nichts anderes. Also der Systemgedanke ist den Mitbewerbern da einfach, ja, da können die mit Lego nicht mithalten. Und darum haben wir natürlich jetzt nochmal den finalen Blick auf dieses tolle Schiffsmodell. Die USS Enterprise NCC 1701D ist hier in Borken gelandet und auch die Untertassensektion ist noch heil. Vielen Dank, Stefan. Herzlich gerne.